Guten Morgen. Als ich gestern so durch die Stadt gefahren bin, bin ich unterwegs wieder sehr, sehr vielen Menschen begegnet. Ja, junge Menschen wie alten Menschen. Und dann habe ich mich wieder dabei ertappt, wie ich mich mit anderen verglichen habe. Aber mir ist da aufgrund meines permanenten Wunsches nach Bewusstheit dieses dann auch relativ schnell aufgefallen und ja, deshalb wollte ich auch dieses Thema unbedingt, habe das gleich in mein Notizbuch geschrieben, mit euch heute in diesem Video verarbeiten. Während ich den Vergleich gestern in puncto bewusstes Leben geführt habe, also wie bewusst erscheint dieser Mensch mir, das heißt, ja, mich in Relation zu ihm gesetzt habe, wie alt er ist und, ja, und wie es sich anfühlt, dass er sein Leben lebt. Das ist eine gewisse Anmaßung auch meinerseits, indem ich das vergleiche, weil man kann das natürlich nicht wissen. Aber so funktioniert das meistens im Gehirn. Man maßt sich gewisse Dinge an, wenn man sich mit vergleicht. Man weiß auch nicht viel. Das kommt nachher noch dazu. Bei Menschen im selben Alter könnten zum Beispiel Gedanken kommen wie, oh, der hat sich aber jetzt gut gehalten. Der ist genauso alt wie ich, aber sieht halt viel besser aus, jünger oder karriereorientierte Gedanken, wie wenn man als Kassierer einen Geschäftsmann abkassiert und sich dann unbewusst mit ihm vergleicht, weil man auch vielleicht im selben Alter ist. Aber nicht nur unbewusst, sondern auch bewusst unterliegen viele Menschen diesen Gedanken. Diese Art des vergleichenden Denkens wird ja eigentlich schon ab dem Kindergarten und dann auch in der Schule und im etwaigen Studium auch gefördert. Es geht immer darum, wie man sich selber im Gegensatz zu anderen positioniert. Und dadurch, dass es immer einen Menschen gibt, der schöner, spiritueller oder erfolgreicher ist, hat jeder Mensch mit dieser potenziellen Unzufriedenheit auch zu kämpfen. Dieses erlernte und immer wieder geförderte Verhalten hat keinen Nutzen für einen selber, da es oft dazu verleitet, immer besser zu werden, egal wo die Verbesserung liegt und das wunderbare Leben gar nicht in Gänze erfassen kann und immer danach strebt, einfach wirklich immer, immer besser zu werden. Und das ist, wie gesagt, so das Schlimmste, was ihr tun könnt. Ja, weil irgendwann dann im Tod ihr sowieso wieder alles verliert, die Schönheit, den Erfolg, das Geld, die Spiritualität, ne? Nicht, dass ich mal etwas von anderen abschauen per se, ja, Vorteile. Das ist zwar gut und das ist auch nützlich, nur das Bewerten der eigenen Persönlichkeit ausgehend von einem Vergleich mit einer anderen Person, das ist schädlich. Und neben den psychologischen negativen Effekten werden wir auch niemals die andere Person objektiv bzw. real bewerten können. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Denn was wissen wir denn schon von der anderen Person, die wir jetzt vielleicht gerade sehen? Die sich top gehaltene 50-jährige Frau hat eventuell schon 12 Schönheitsoperationen hinter sich oder hat ja schlicht mit dem Alter gelogen. Der im Anzug daherkommende Geschäftsmann ist in Wahrheit ein Arbeitsloser, der seinen einzigen Anzug spazieren trägt und in Wahrheit todunglücklich mit seiner aktuellen beruflichen Situation ist. Der glückliche Sunnyboy am Strand, der hat eigentlich Krebs und versucht einfach nur noch das Beste aus seinen letzten Lebensjahren zu machen. Was wissen wir denn schon? Da kann es so viel geben, was außerhalb unserer Wahrnehmung liegt. Und selbst wenn wir alles genau wissen, theoretisch, so hat doch jeder Mensch andere Voraussetzungen, die man bei einem Vergleich mit einkalkulieren müsste, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Die schöne Frau hat einfach vielleicht super Gene. Der spirituelle Mensch hatte Eltern gehabt, die dessen Spiritualität seit der Kindheit gefördert haben. Der erfolgreiche Geschäftsmann hat reiche Eltern und der Sunnyboy einfach im Leben noch nie Probleme gehabt, weil alles immer wunderbar wie am Schnürchen geklappt hat. Ich selber bin in Armut aufgewachsen und fehlendes Geld war immer ein Thema. Und entsprechend fokussiert war ich auf Geld und hatte nicht die gleiche Chance, mich meiner Bewusstheit so zu widmen, wie ein Kind, dessen Eltern bereits Bewusstheit als oberstes Ziel in ihrem Leben, ja, gesetzt haben und auch dem Kind vermittelt haben. Da werde ich immer, was die Anteile unbewusster Handlungen angeht, weil auch sehr viel Training dabei ist, hinter anderen Menschen zurückliegen. Die einfach eher angefangen haben, bewusst zu leben oder sich das Ziel gesetzt haben, bewusst zu leben.
Aber eben nur dann, wenn ich mich mit ihnen vergleiche, habe ich damit ein Problem. Wenn ich mich nicht vergleiche, sondern einfach meinen Weg gehe, das Optimale raushole aus der Situation für mich, da gibt es kein besser oder schlechter, sondern einfach nur das, was eben da ist. Diese Vergleiche können von einem negativen Mindset einfach jederzeit ausgenutzt werden, um uns selber in ein Loch zu ziehen, obwohl es an sich keine reale Bedeutung in diesem aktuellen Moment hat. Denn jeder ist in irgendeiner Sache schlechter wie ein anderer Mensch, aber zeitgleich auch in irgendeiner Sache besser als ein anderer Mensch. Und je nachdem, was für eine geistige Grundkonstitution in uns innewohnt, wird man immer einen negativen oder einen positiven Vergleich finden. Aber dieses Vergleichsdenken können wir auch nicht abstellen. Das muss man auch dazu sagen. Wir denken in Mustern. Unser Gehirn denkt in Mustern und entsprechend muss es vergleichen. Wir können das nicht pauschal ändern. Also die Denkweise. Aber was können wir ändern? Wir können uns dieser Zusammenhänge bewusst werden und den negativen Geist seine Vergleiche finden lassen und dann tätscheln und lächeln und ihn loben ob seiner guten Arbeit und ihn dann wieder bewusst zurücklegen. Wenn man bei diesen Unbewusstheiten nicht interveniert, bestimmen diese Vergleiche unsere Emotionen. Und um diese Emotionen positiv zu beeinflussen, versuchen wir natürlich die Vergleiche in der Zukunft besser aussehen zu lassen, indem wir in ein Karussell der Bedürfnisse einsteigen, das kein Ende hat. Dann nachdem wir uns mit Person A verglichen haben und uns als schlechter eingeordnet haben und diese dann irgendwann eingeholt oder erreicht haben, da kommt Person B, die noch besser ist. Und wir fangen wieder von vorne an. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Wenn man diese Zusammenhänge wirklich einmal durchdrungen hat, mit jeder Faser seines Körpers, dann ist diese Erfahrung auf sehr viele Mustererkennungsprozesse des Gehirns anzuwenden. Und wir kommen aus dem Lachen gar nicht mehr raus, wie dumm wir uns verhalten. Buddhisten sagen dazu Affenhirn. Ein wunderbares Buch in diesem Zusammenhang ist Die Kuh, die weinte, ein zeitloses Buch, was mir der Sebastian seinerseits mal geschenkt hat, um mit kleinen Geschichten die Grundintention des Buddhismus quasi zu erfassen. Den Link packe ich euch hier rein. Auch da wird deutlich aufgezeigt, wie das Affenhirn des Menschen immer auf dem Sprung zum nächsten Ast nie ruhen und sich mal der Dinge bewusst werdend agiert und dadurch man selber dann klar erkennt, wie man sein Leben an Automatismen verschenkt. Jeder Tag ein guter Tag, aber nur wenn man ihn bewusst lebt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal unter Menschen geht und wir euch dann in irgendeinem Aspekt vergleicht, wie das automatisch auch passiert, und denkt an obige Zusammenhänge und dann schaltet einmal bewusst euer Hirn, zumindest das Affenhirn, einfach mal aus. Macht's gut, euer Christian.